Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu Video Nummer 15 des Tibor Adventskalenders. Wir machen heute einen kleinen Check und zwar, wie viel macht man so mit dem Wuzong Equipment? Ist jetzt nichts Besonderes oder so. Auf der 90er Map und zwar, ich gehe immer gerne in die Nefrit Bucht und wir werden das vergleichen, wie viel machen wir mit einem guten Equipment bzw. guter Eichi auf der 95er Map mit Adanos. Vorab gesagt, es ist ein bisschen was Komisches passiert auf der 95er. Wir haben ja zwei Metin-Flecken gefunden, kann man sagen. Und auch heute wieder dabei der Abaco vom Event-Team. Wie immer einen Kommentar machen mit Hashtag Weihnachtsevent bei Tibo, Abonnent sein und Abaco in der verwandelten Form im Video finden, die Verwandlung benennen, den richtigen Namen sowie den Zeitpunkt, wann ihr diese Verwandlung bzw. Abaco in der Verwandlung gesehen habt. So, wir sind jetzt auf der Nefrit-Bucht. Ich farm da eigentlich relativ oft. Ich habe jetzt hier ja nicht so starkes Equipment auf Wuzong, klar, und der ist ja auch 92 erst. Ich mache meistens die 100er Metins bzw. Kappa, Lobster und Brutaler Hauptmann. Das sind so die ja, Bosse, die ich farm und halt die 100er Metins. Da könnt ihr halt Zegis droppen, XP-Ringe, Tapfis, Schlachtschwerter. Fertigkeitenbücher, also das übliche Steine. Ja, und halt gut Splitter farmen, finde ich. Splitter ist relativ gut und OK-Karten in dem Fall auch. Was ihr halt wirklich braucht, ist, ja, vielleicht ein Eistal. Ich habe jetzt hier leider einen Blitz und ja, im nächsten Teil des Videos habe ich halt leider ein Windtali drin. Ich hätte gleich den Eistali nehmen sollen, weil Eiswiderstand hilft natürlich bei den ganzen Bossen und so weiter. Da kommt er eigentlich relativ gut klar. So, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich farm jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang, ja, diese Metin-Steine und da hatte ich halt leider, ja, das Triton drin statt im Giftschwert. Sieht übrigens ganz lustig aus, wenn man das so in Zeitraffer sieht, wie jetzt hier Wuzong sein Schwert auf dem, ja, Money schwingt irgendwie. Das sieht irgendwie seltsam aus, so wumm, wumm. Ja, also grundsätzlich, mich hat selber ein bisschen überrascht, dass es wirklich eigentlich so gut droppt und dass auch die Splitter so gut kommen, weil ich habe mit 300% habe ich hier mit Wuzong eigentlich noch nie gefarmt und eigentlich war ich ganz zufrieden mit dem, mit der ganzen Farmerei. Lobster, da bin ich jetzt einmal gekillt worden, weil ja, ich hatte halt dementsprechend kein Eistali drin und dann macht es halt schon Aua, also die 20 Eis, 25 Eis, das geht gut auf jeden Fall. Und ja, ich bin dann einfach weitergeritten, habe eine Zeit lang einfach nichts gefunden. Ich habe Kappa gesucht und so weiter. Und den Hauptmann, ja, der Hauptmann ist nicht so einfach. Knochengesicht könnt ihr natürlich noch finden. Aber irgendwann bin ich dann, jo, an den Fleck gekommen, da hat es mich kurz geflasht. Da waren einfach drei Metinsteine an einem Fleck. Und ich glaube, das kommt von diesem Meer-Metin-Spawn-Event da oder so. Genau hier. da habe ich einfach drei Metins gefunden und das hat sich herausgestellt, in anderen Channels war es dann direkt ähnlich und das sind natürlich solche Flecken, klar, jetzt wir haben das Triton drin, kein Gifty, also im Vergleich, wir finden jetzt natürlich auch auf der 95er Map relativ schnell Metinsteine und die sind nicht weit auseinander, also wir müssen nicht so viel laufen wie auf der 90er Map, dann ist es von der Fairness ungefähr wieder ausgeglichen. Ich bin mal gespannt, ja, was wir da letztendlich rausholen, ja, wie viele Segenschriftrollen da rauskommen und wie viele Tapfis bzw. XP-Ringe, weil das sind ja die Sachen, bzw. Truhe der Dunkelheit, ja, die kann man auch noch verkaufen, die eigentlich so von den, ja, Teilen bisher am wertigsten sind. Und ja, deswegen gehen wir eigentlich auf die, oder auf die 90er Map zum Farben der Truhen der Dunkelheit, weil die Smaragdo-Ringe und Co., die sind halt mittlerweile auch richtig teuer geworden, die da rauskommen. Auch der ganze PvP-Schmuck, ich glaube, einen kostet 20k oder sowas, 15, 20 Mille, je nachdem, was man hat. So Rubinarmant, Granat ist zurzeit ein bisschen mehr wert. Da sowas wie jetzt, ja, Turmalin oder Saphir ist wieder ein bisschen weniger wert. Aber trotzdem, Truhe der Dunkelheit könnte sich schon rentieren, weil da kommen ja auch andere Sachen raus, die man jetzt im Endeffekt kaufen kann. Ja, das war jetzt einer der letzten Meetings von der, ja, wir haben den 30 Minuten letztendlich und dann werden wir jetzt gleich noch 30 Minuten auf die 95er Map gehen. So, wir sind jetzt auf der 95er Map und probieren jetzt natürlich die Metinsteine zu machen und ein paar Herrscher.
ein bisschen kleinen Unterschied gibt es, das ist mir jetzt im Video, ja, im Laufe des Videos kommt es. Zwar, man kann Königstiger-Siegel zu dem Zeitpunkt droppen und ich hätte nicht gedacht, dass ich da überhaupt in der kurzen Zeit, ich war glaube insgesamt, ja, die 30 Minuten halt, war ich jetzt auf der Map und da habe ich schon Siege gedroppt. Das hat mich ein bisschen verwundert. Auf jeden Fall, ihr könnt natürlich Bücher drohen, Konter droppen, ihr könnt Segenschriftrollen, Tapfies, auch wieder jede Menge Splitter. Je nachdem, ja, was ihr letztendlich da halt farmt. Ich finde, Handschuhe, die fallen halt so oft, da kann man echt, ja, da sein ganzes Inventar damit füllen. Ihr habt so gut wie bei jedem Mädchenstein einen Handschuh. Und ja, XP-Ringe könnt ihr noch verkaufen. Das ist auch noch ein Punkt. Und was natürlich noch im Nachgang folgt, ist ein bisschen, ja, Herrscherfarmen. Nachteil ist einfach, dass die Map mittlerweile recht überfarmt ist. Gerade wenn jetzt natürlich XP-Wände oder irgendwelche Events stattfinden, dann ist natürlich hier richtig, richtig rabbelvoll. Ich bin auch in etlichen Channels gewesen und man muss halt schon seinen Medienstein relativ stark suchen, was natürlich dann dazu führt, dass man eher, ja, ein bisschen länger braucht, um überhaupt so irgendwas zu droppen. Natürlich, was ich finde, ist generell, dass die Steine ein bisschen besser droppen. Ich weiß auch nicht. Also umso höher man kommt, umso mehr droppt man, finde ich, auch ein bisschen. Sieht man an Roter Wald, da kommt noch nicht so viel raus. Dann plötzlich 90er Map, da fällt dann richtig viel Zeugs raus. Jetzt 95er mit den 120er Meetings. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so wenig, was da immer fällt. Und Splitter kann man hier genauso farmen. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich natürlich mit den ganzen Drops und so weiter. Ich sage mal, die Waffen kann man, wie gesagt, verfüttern. Das mache ich auch immer meistens dann mit gerade den Drachenmessern und ja, die Gelb, ja, diese Gelb-Drachenbogen da, die sind eigentlich recht gut geeignet, um dann das Pet noch mit hochzuleveln. Das kann man noch mitmachen und dann, ja, bringen die Mädchensteine eigentlich schon ordentlich was. Der Herrscher an sich droppt ja Fragmente, da kann man auch noch ein bisschen was rausholen. Gerade dieses Regenbogenfragment, das ist ja eigentlich auch recht beliebt. Und daher, da kann man natürlich beim Herrscher auch noch ein bisschen was rausholen. Da kann man auch die ganzen, ja, Event-Drops natürlich auch holen. Also das heißt jetzt, wenn jetzt Königstiger-Siegel droppt oder das Mammut-Siegel. Das Mammut-Siegel kommt ja am 28.12. von 12 bis 16 Uhr. Da kann man Mammut-Siegel droppen. Und wenn das Königstiger-Siegel schon full ist, wie heftig wäre es, wenn es das 30-Tage-Mammut wäre, dass man dann droppen könnte. Da wird es sicherlich spannend und es gibt auch bald noch einen Livestream, das möchte ich in dem Punkt auch noch kurz erwähnen. Ja, da werden wir ein bisschen so den Neuanfang unterstützen von manchen Leuten. Da könnt ihr noch drauf gespannt warten. Ja, ich möchte noch kurz sagen, das Video ist jetzt natürlich, ich bin jetzt schon 2 im Verzug und das liegt halt auch damit dran, dass, ja, während, ich wollte eigentlich diesen Part hier, wollte ich eigentlich gestern schon aufnehmen, aber der Server war ein paar Mal down und man konnte einfach nicht weitermachen. Jetzt bin ich hier beim Herrscher und der geht natürlich besser runter, wenn man, ja, da habe ich schon wieder einen Königstiger-Siegel gedroppt gehabt, geht natürlich besser runter, wenn man einfach, ja, ein Eistali und so verwendet, dann geht das eigentlich recht gut. Mein Fazit ist einfach, dass, ja, beide Maps sich gut lohnen. Da hätte ich jetzt das Giftian gehabt beim Wutsong, da wäre schon noch einiges rausgeflogen. Aber ich finde trotzdem, 95er, wenn man ordentlich Damage macht, lohnt sich die 95er einfach mehr, weil man den Herrscher noch hat, mit den Fragmenten, die rauskommen können. Und da kann halt einfach die 90er Map einfach auch mit den Bossen, mit der Truhe der Dunkelheit, einfach nicht mithalten. Das ist so meine Meinung davon, also lieber 95er, wenn man die Möglichkeit hat und vom Equip her weit ist. So, und zwar hat der Gabriel gewonnen. Er hat quasi, ja, den Spinnbaron erkannt, auch die Minune, und war der Erste. Somit kriegt er jetzt seinen Dreh und wir gucken, was er bekommt. Er kriegt die 2 Exos. Und jetzt kommen wir noch zum Random Comment. Da werden wir natürlich wie immer einfach einen Random ziehen. Hashtag Weihnachtsevent bei Tibo. Der Ines hat gewonnen und somit kriegt er auch noch seinen Dreh. Und das wäre 4x grüne Drachenbohne. So, wir sind am letzten Video dieses Abaco-Events angekommen. Und jetzt geht es um den Hauptpreis, also für den Advent, den wir natürlich schon vor 2 Tagen hatten, also den 3. Advent. Um den zu kriegen,
möchte ich ein Ergebnis von euch. Ja, und mehr sage ich dazu nicht. Liefert mir das Ergebnis und dann derjenige, der zuerst kommt, mir das Ergebnis nennt, der bekommt den Hauptpreis für den dritten Advent. Das heißt, guckt euch die Videos, alle 7 nochmal durch und ja, kommt zum Ergebnis, sage ich nur. Das ist der beste Tipp. So, das wär's für das heutige Video. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß macht. So bisher die Videos. Klar, ich kann nicht jeden Tag eins bringen. Irgendwann, ja, musste was dazwischen kommen. Aber danke, dass ihr das akzeptiert und bis zum nächsten Mal. Ciao.